Hallo und willkommen. Ich bin's MK3 und wie ihr seht, ist mal wieder ein bisschen Zeit für Warframe. Muss ja auch mal sein. Muss ja auch mal sein, wie ich finde. Und jetzt werdet ihr fragen, was ist Neues. Das könnt ihr fast sehen. Alles auf einen Schlag sozusagen. Ah, lustige Sachen für die Schultern. Die interessantes, wabberndes Plasma-Gewitter, hätte ich fast gesagt, drauf haben. Also so ein Schimmereffekt. Und was hinten am Rücken da vor sich hin leuchtet, ist, wenn man um sich dreht, ist tatsächlich die Opala, ist vielleicht ein bisschen sehr hell. Die Prisma-Scanner. Ja. Warum? Weil ich dekadent bin. Ich dekadent bin und einfach viel zu viele Prime-Sachen hatte, die ich absolut nicht brauchen konnte. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Die sind sowieso auf dem Markt nichts wert. Dann kann ich es genauso gut auch sinnig umsetzen für Optikern Schnickschnack. Ohne diesen Zusammenhang wollte ich natürlich dann auch was haben. Nämlich, wenn ihr mir mal gerade mir folgt, unauffällig hier hinten hin. So. Wenn wir nämlich mal ganz kurz nämlich hier Prismascanner, genau. Wenn wir uns nämlich ganz kurz hier die Upgrade-Möglichkeiten ansehen, habe ich momentan dafür nur den Iron Phoenix. Der ist jetzt inhaltlich nicht schlecht. Ich sage jetzt nichts super Negatives dagegen. Aber natürlich, wie ihr oben seht, es ist nicht wirklich die sinnigste von den Sachen, die man drauf tackern kann. Natürlich könnt ihr jetzt welche hinkommen und sagen, ja gut, du kannst ja auch rausrupfen. Könnte ich. Und dann womöglich, dass sie umformen alles und alles Hühn horten. Sag ich mir so, ja, aber ich habe so viele Waffen, wo exakt nämlich, hier ist ja normalerweise der Mod drin für Hedertier. Das, wie nennt sich das? Madurai-mäßiger Mod ist ja eigentlich hier oben drin, als entsprechender passender. Genauso wie die Dakra Prime und die ganzen anderen tollen Einhandschwerter, das alles haben. Und der Iron Phoenix ist so, ja, die Ausnahme. Ich meine, die hat zwar auch seine Schwerter-Move, der gut funktioniert, aber eben halt nicht für die ganz anderen Schwerter, was ein bisschen schade ist. Und da habe ich mir gedacht, welcher Mod ist das denn? Welcher Mod funktioniert mit der Scanner Prime, die es natürlich so nicht mehr zu kriegen gibt, oder mit der Prisma-Scanner oder normalen Scanner oder der Dakra Prime oder sonst irgendwas? Was ist es? Was soll das sein? Und ja, ich habe es gefunden. War natürlich jetzt nicht sonderlich schwer, weil so viele Mods gibt es einfach mal nur mal nicht. Nämlich genau einen, und den will ja auch die ganze Welt haben. Aus einem guten Grund, wie ich persönlich finde. Auch wenn manche Leute da ein bisschen zu viel Positives drin sehen. Ah, erstmal. Ne, guck, wir gucken erstmal an. Ne, wir können uns den nicht angucken. Ha, wenn ich ihn hätte haben würde, würde ich ihn reintun. Deswegen. Aber natürlich ist es der Crimson Derwisch oder auch. Jetzt ist es die große Preisfrage, das Ding, wenn man Deutsch heißt. Dieses Teil, was auf jeden Fall 300% Schadensboost der Waffe dann gibt, wenn man da drum haut. Ihr wisst, glaube ich, genau, was ich meine. Droppen tut das Ding nämlich vor, und da können wir nämlich erstmal drauf eingehen, weil den habe ich, glaube ich, auch fotografiert. Er müsste bei den Grenadiers dabei sein. Und dann sieht er auch, ist er Bombard natürlich. Und jetzt muss ich einen Bombard noch finden, voller Lachen. Schade, dass man keine Sortierung nach Namen eingeben kann, aber was soll's. Ich werde ihn hoffentlich finden. Vor damals auch schon. Bombard. Das ist der junge Mann, der meistens so eine etwa so weiß-graue Rüstung anhat und meistens hier etwas so Raketenwerfer oder irgendwelche Schrotgewehre mit sich rumschleppt. Und der lässt halt den Crimson Derwisch fallen. So ab und an mal, so alle 150 Schaltjahre. Und wenn der Mond gerade mit der Sonne eine lustige, keine Ahnung, Reihe bildet zum whatever. Ja, und auf jeden Fall habe ich das noch nie droppen sehen. Hat der eine oder andere, hat es vielleicht aber schon hingekriegt, aber das ist eben reine Glückssache. Und vor allem, ja, man muss ja schon die eine oder andere etwas fiesere Mission machen. Oder natürlich. Ich bin davon abgesehen, dafür, wenn, also laut dem Wiki natürlich. Laut dem Wiki, ich habe das jetzt ein paar Mal probiert, auf Ceres natürlich, weil das ist so die Hochlevel-Ecke. Ich glaube, man muss das nicht wirklich tun, aber hier die auf, wie heißt das, das Ding, das würde man im Deutschen Kiste zu sagen, aber ich habe keine Ahnung, wie es im Englischen heißen soll. Aber Kist mit E am Ende, also ja, wie gesagt, im Deutschen würde man sagen Kiste, aber das heißt bestimmt ja nicht so. Aber dort ist halt eine mobile Verteidigung und dort, ich habe selber mich schon davon überzeugt, da kommen die wirklich hüppelweise auf einen zugerollt. Aber Level 33 bis 35 ist für den einen oder anderen ja auch ein bisschen trickreich. Jetzt könnte man sich sagen, gut, Junge, und wie kommt man sonst bitte da dran? Da haben auch diverse Leute mal sich zu geäußert und ihre Meinung dazu kundgetan. Man kann ja immer noch, eine Sache, die ich bis jetzt immer schön ignoriert habe, und zwar die Idee mit dem Transmute, also Transmutieren von Mods. Also müsste man sich jetzt hinstellen und am besten, was ich jetzt auch schon ein paar Mal probiert habe,
goldene Mods schreddern gehen. Haben wir zum Beispiel gesagt, man müsste Nightmare Mods schreddern. Und hast du nicht gesehen, Mods schreddern. Aber ich habe bis jetzt schon mit zum Beispiel Reflex Guard, habe ich jetzt 10 Mal gehabt, habe ich schon zerblasen. Oder Power Throw, falls einer der ein oder andere Mal zu oft im Void rumgeschlichen ist, wird er feststellen, dass da ja ohne Ende Power Throws droppen. Hier die Teile, womit man mit Fernkampfwaffen durch Gegner durchwerfen kann, wo ich mir denke, total toll. Brauche ich auf keinen Fall. Und auch kein, vor allem keine 40 Stück davon. Und deswegen habe ich die nacheinander alle zerschreddert und habe ein paar sehr interessante Mods rausgekriegt, auch gerade goldene, die ich, glaube ich, noch teilweise gar nicht hatte. Und ja, im Endeffekt heißt es einfach nur 4 Stück am besten davon haben, reinschmeißen und dann für 36.000 Credits die Dinger zerblasen. Da kann natürlich auch mal Schrott bei rauskommen, wie wir jetzt auch gleich feststellen werden. Hauen wir das mal weg. Und es kommt... Immerhin, das ist ein goldener Mod mit Steady Hands. Nicht unbedingt eine Sache, die ich jetzt unbedingt haben muss, aber wie dem auch sei. Im Endeffekt, ich bin mir nicht sicher, welche Grundregel dabei herrscht, aber es kann schon sein, dass man wirklich was Goldenes einfach zerblasen muss. Angenommen, ich nehme hiervon wieder was und nehme auch hier wieder 4 Stück. Also die kosten auch wieder 36.000. Ich könnte mir vorstellen, dass man einfach nur was Goldenes zerblasen muss am besten, damit man das kriegt. Ich glaube nicht, dass es jetzt wirklich an diversen Mods hängt, weil ich habe, wie gesagt, Power Throws zerblasen oder andere Sachen. Ich habe Nightmare-Mods aber zerblasen. Was habe ich rausgekriegt? Ich glaube, Fletchet, und das ist hier so ein brauner, also bronzener Mod, wo ich dachte mir so, ja, das hat sich rendiert. Das hat ja super geklappt. Also im Endeffekt müsste man jetzt nur noch Geld haben und goldene Mods. Ich meine, goldene Mods kriegt man eh früher oder später hinterhergeschmissen. Das hat mich so, was will ich mit den 1000 Dingern hier? Braucht doch kein Mensch. Natürlich könnt ihr keine Fusion-Cores dafür zerblasen, aber was soll's. Naja, aber wo kriegt man jetzt das passende Geld dafür? Weil 36.000 Credits muss man auch irgendwo ständig herkriegen. Man könnte jetzt einfach vor sich hinspielen und zwischendurch das Schreddern gehen. Kann man. Oder. Einfach nur mal, weil ich's... Moment. Ihr solltet vielleicht nicht ihn hier mitnehmen, weil er ist noch in der Levelphase. Und das ist ein bisschen doof, wenn man dann so einen Typen hier losschickt und sagt dann, haha, geh mal los, Junge. Geh und kämpf und stirb irgendwo. Nee, wir nehmen uns mal gerade eh mit und nehmen Hydroid mit. Der hat von mir auch schon diese großartigen Schulen angelegt bekommen. Und wenn er hier so steht, komm, das sieht gar nicht schlecht aus. Das sieht wirklich gar nicht schlecht aus. Das ist so, als ob es gewollt ist. Und das ist immer eine wichtige Sache, finde ich. An Rüstung sieht es so aus wie gewollt oder eher wie nicht gekonnt. So, jetzt werden wir nämlich ganz kurz in eine Ecke hingehen, die ich persönlich nicht rausgefunden habe, sondern ich habe es mir einfach sagen, dass wir Leuten, die zu viel gefarmt haben, wir gehen nach Eris. Wie gesagt, Thema Geld sind wir jetzt. Und wir gehen nach, wie heißt er genau mal? Habe ich echt vergessen, wie sie heißt? Nee, Quatsch, genau, Arkad. Ist natürlich eine Dark Sector Defense Mission. Da gehen wir jetzt einfach mal hinein. Haben wir eingestellt, dass jemand dabei sein darf, oder? Nö, läuft. Wir könnten jetzt, ich habe die Mission auch schon alleine gemacht, nur das dauert dann tatsächlich die eine oder andere Minute länger, weil Gegner umbringen in der Gruppe halt immer noch schneller geht. Ich gehe jetzt einfach mal dort hinein. Und dann gucken wir mal ganz kurz. Da werdet ihr hoffentlich auch schnell sehen. Ah, da sind wir schon unterwegs. Wunderbärchen. So, jetzt laufen wir erstmal ganz kurz hinten hin. Das war Defense-Mission. Da kommen also jede Menge von den Infizierten. Aber das soll uns eigentlich nicht weiter kümmern, weil wirklich viel können tun die eh nicht. Ich habe jetzt auch nur Crap-Waffen dabei, aber ich tue mit dem Hydroid. Normalerweise mich eh nur mit den Fähigkeiten wehren, deswegen ist das mir ziemlich egal. So, und der Gag ist jetzt hier. Wir werden jetzt nicht versuchen, so lange zu kämpfen, bis wir wahrscheinlich viel Geld zusammen haben. Nein, wir machen was völlig anderes. Aber das werdet ihr sehr bald sehr gut sehen können. Ihr seht auch, die Subaras ist völliger Rotz gegen die Typ. Ups. Und wenn es wirklich mal eng wird, mache ich das. Einfach mal als Pfütze rumliegen, alle Gegner, die auf mich zukommen, fallen an eine endlos tiefe Pfütze hinein und sind weg. Ja, Wunderherrscher. Wunderbar. Ich habe extra geskillt, dass ich wahnsinnig langsam Energieverbrauch habe. Und deswegen kann ich mich hier hinstellen und wie ihr seht, das ist unglaublich langsam, wie das runtergeht. Und zwischendurch zerstöre ich doch einmal einen davon. Ach komm, lass mich mal auftauchen wieder alle. Und zerstören sie hiermit. Wunderbar. Wie ich schon mal einmal meinte, gerade hier zum Farmen ist super und auch vor allem zum Energiekriegen auf der Schiene. Man kann also warten, bis genug Gegner da sind. Tower lässt sie wieder auftauchen, wenn sie angeschlagen sind. Und wäscht sie mal quer durch die Bank mit den Tentakel. Wunderbar. Jetzt kann man auch fast sich ein bisschen schon zurücklehnen. Die erste Wave ist nämlich gleich schon vorbei. Nehmen wir noch ein bisschen was auf. So ein bisschen Nanosporen. Nicht, als ob irgendjemand auf diesem Erdball noch Nanosporen bräuchte, aber gut.
Ich meine, ihr habt ja sicher auch schon auf dem Markt gesehen, dass man mittlerweile hier diese... Ups. Ne, jetzt kommt schon wieder jemand. Ich verstehe mich erstmal. Was war das gerade Rotes? Was war da Rotes? Ich hab's nicht gesehen. Was war das Rotes? Ach, hey, die Typen kommen. Na ja, gut. Ich bin langsam. Oh. Ich bin ultra langsam. Ah, erstmal wieder rausgehen hier. Wow. Ich hab schon ab. Also ultra verlangsamt gerade. Sollte ein bisschen Wasser von oben runter spritzen. Mal gucken, ob ich ein bisschen was über den Kopf kürzer mache. Aber wo Waffen und Kopf kürzer mache. Ich habe immer noch meine glaube ich, meine Lieblingswaffe dabei. Weil mir die Sache auch gerade vorbei mit dem, wo ich gerade sagen, Moment mal, muss ich jetzt langsam runterzählen, die Typen? Ne, muss ich nicht. Wenige Schüsse erledigen hier das Spiel. Kurze Schrecksekunde, dachte ich mir so, oh mein Gott, wie werde ich die bloß tot kriegen in meinen Fähigkeiten? Oh nein, muss ich gar nicht. Dafür habe ich ja hier diese großartige Knarre. Manche würden sagen, es ist die beste Waffe im Spiel. Ich würde sagen, es ist die beste Pistole zumindest im Spiel. Also zumindest für mich jetzt. Da es für mich die beste Pistole im Spiel ist, ist nahezu für mich unbestritten, zumindest bis jetzt. Es sei denn, ich finde irgendwann eine noch coolere Pistole, wo ich sage dann, oh, das ist noch geiler. Aber so wie ich es jetzt geskillt habe, vor allem den ganzen Mods, die ich reingestopft habe, das ist schon extrem. Wenn ich auch, egal welcher Schwierigkeitsgrad, fast die Typen mit einem bis zwei Schüsse umnerze, dann sage ich mir so, was nice. Mit, keine Ahnung, irgendwas 1000, 2000, 3000 pro Sekunde schon. Egal, Menge auf jeden Fall. Achso, was ihr vielleicht feststellen werdet, ich habe viel weniger Verriss, möchte ich fast sagen. Also jetzt, wenn ich hier so reinzoome, seht ihr mal Warframe komplett sauber animiert noch. Das ist auch guten Grund. Weil ich habe nämlich diese Geschichte ausgestellt, dieses die Tiefeneinstellung sozusagen einfach ausgeschaltet, damit alles unscharf wird. Weil da habe ich absolut irgendwann die Klatsche gekriegt. Wenn man nämlich die ganze Zeit irgendwo Void rumspringt und die ganze Zeit Hektik macht, dann habe ich festgestellt, meine Augen irgendwann mosern deswegen ein bisschen. Da habe ich gesagt, komm, weißt du was? Lass mal den Mist aus. Was soll der Geiz? Sieht man eh alles ein bisschen besser im Spiel. Und Tentakelmarsch. Ah ja, wunderbar. Ja, ihr kommt nicht vorbei. Oder ihr kommt vorbei, aber da werdet ihr zu Mus zerbraten von den Tentakel. So, weg da. Vor allem, wenn ich schieße, dieser lustige, sieht man vielleicht gerne, aber der Typ macht tatsächlich bei der Waffe immer so ein. Der lädt quasi das nach, indem er die Waffe einmal herumdreht. Wie beim Terminator-Film, wie in dem Schrotgewehr auf dem Bike, wo Arnie immer da, ne? Auf dem Bike saß und dabei immer das Schrotgewehr so im Fahren mit einer Hand nachgeladen hat. Oder beziehungsweise, ja doch, nachgeladen. Nachgeladen? Ja, quasi. Und wenn ich Munition nachgefüllt, aber eben ja. Der nächste Waffe rein, boom, nächster Schuss und so weiter und so weiter. Ich habe keine Ahnung von Waffen, deswegen könnte ich euch sofort erzählen, wie das genau heißt, aber ich habe davon keinen Plan. Aber es sieht halt genauso aus. Weg mit dir. Da sieht man es auch mal ganz gut. So, immer dieses... Finde ich gut. Finde ich sehr cool. So, und dann haben wir es auch gleich geschafft. In wenigen Sekunden dürfte die Welt vorbei sein. Genau, ein bisschen reinzoomen. Ballern mal Typen über den Haufen. Wunderbar. Haben wir es jetzt endlich? What? Da hinten robbt noch irgendjemand rum. Da robbt noch jemand rum. Oh ne, da robbt da oben rum. Jetzt robbt hier unten rum. Okay. Wie immer. Immer tun sie unten in der blöden Ecke feststecken. Guck mal da. Gibt's ja nicht. Wollt mal noch einer. Spawnen die hier gerade alle? Haben wir es jetzt endlich? Danke. So, das war jetzt die fünfte Welle. Und wir gehen jetzt raus. Jetzt werdet ihr sagen, hä? Wieso gehst du jetzt raus? Ganz einfach. Werdet ihr in wenigen Sekunden sehen, warum jetzt. Davon abgesehen, dass es die ersten fünf Wellen auch für Leute, die jetzt ohne großartiges Mega-Equip ausgerüstet sind, machbar sind.
werdet ihr gleich feststellen, dass man dafür nämlich, wenn man so in einer Gruppe unterwegs ist, gute 20.000 Credits dafür bekommt. Für 5 Fällen. Jetzt rechnet man das gerade hoch bei anderen Missionen, wo man sozusagen als Belohnung am Ende für 3-mal vielleicht 25.000 kriegt, dass ihr, Moment mal, das ist aber ein schlechter Tausch irgendwo. Das ist ja fett. Ja, genau. Und so kriegt man auch relativ sein Spielgeld quasi wieder aufgefüllt. Man braucht davon ja relativ viel. Und gerade Eris muss man sagen, ich habe ja 43.000. Lass uns nochmal würfeln gehen. Lass uns nochmal würfeln gehen. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir ja richtig viel Glück. Was zerblasen wir jetzt mal? Undying Will. Brauche ich sowieso nicht. Nehmen wir mal 4 Stück davon. Sagen, yo, 36.000. Weg mit dem Shot. Und wir kriegen... Oh! Crushing Ruin. Es ist zumindest ein Waffenmod gewesen. Und wie ihr seht, so nach und nach, wenn man ein bisschen Glück hat und einfach genug Golden Mods zerblasen will, ey, womöglich kriegt man es auf der Schiene, womöglich schneller, den Crimson Dervish als von den beschissenen Bombard-Gegnern. Weil die schießen immer zurück. Und hier die Typen eben können wenigstens nicht zurückschießen. Das mal nur so von mir am Rande. Weil ich werde jetzt auf jeden Fall weitermachen. Entweder zwischendurch auch in der auf Zeras mein Unwesen treiben und da einfach versuchen, das Ding zu kriegen. Oder eben auf der Schiene, dass ich einfach mal ein bisschen Glücksspiel betreibe, im Sinne von, dass ich dann halt transportieren gehe mit die Mods. Ja, und vielleicht hilft dem einen oder anderen, ja, falls er da auch mal drankommen will. Vielleicht hat auch einer eine bessere Idee, wie man da drankommen kann. Immer raus damit. Und ansonsten sage ich einfach nur, wie immer, danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann demnächst wieder. Sei still, Ordis. Also, sehen wir uns dann bald wieder, wenn ihr wollt. Bis die Tage. Und tschüss.